Es war am 15. August 1970, als der damals 18-jährige Uli Hoeneß sein erstes Pflichtspiel für den FC Bayern München absolvierte. Heute, über 46 Jahre später, ist Uli Hoeneß immer noch bzw. mehr denn je mit dem FC Bayern München verbunden. Niemand anderes als der Mr. FCB persönlich hat das Gesicht des heute erfolgreichsten Fußballvereins Deutschlands, vielleicht sogar der Welt, mehr geprägt als der jetzige Bayern-Präsident. Uli Hoeneß ist keiner, der liegen bleibt, wenn er hinfällt. Im Gegenteil, er steht sofort wieder auf und meldet sich stärker zurück als je zuvor. 1979 zum Beispiel, nachdem er seine großartige, aktive Profikarriere wegen eines irreparablen Knorpelschadens frühzeitig beenden musste. Eine Karriere, die ihn mit dem FC Bayern unter anderem dreimal den Europapokal der Landesmeister, die heutige Champions League, gewinnen ließ. Dazu drei Meisterschaften im DFB-Pokal und vieles mehr. Was andere vielleicht verzweifeln lässt, ein Karriereende bereits mit 27 Jahren, stachelt einen wie Uli Hoeneß zu noch größeren Taten an. Als jüngster Fußballmanager Deutschlands zum Beispiel, dem er es schafft, zum einen den sportlichen Erfolg der Mannschaft über Jahrzehnte hinweg auf allerhöchstem Niveau zu halten, zum anderen aus einem normalen Bundesliga-Club ein höchst erfolgreiches Wirtschaftsunternehmen mit einem Jahresumsatz von heute weit über 600 Millionen Euro zu formen. Dass Uli Hoeneß nach seiner Haftstrafe wegen Steuerhinterziehung wieder aufstehen und stärker zurückkommen würde als zuvor, war alles andere als selbstverständlich, wenn auch von ihm selbst auf der Mitgliederversammlung 2014 angekündigt. Wenn ich zurück bin, werde ich mich nicht zur Ruhe setzen. Das war's noch nicht. Am 25. November 2016 wurde Uli Hoeneß mit überwältigender Mehrheit ein zweites Mal zum Präsidenten des FC Bayern München gewählt. Von den Mitgliedern des erfolgreichsten Fußballclubs nicht nur Deutschlands. Von den Menschen also, die Uli Hoeneß immer als besonders wichtig für den Fußball angesehen hat, den Fans. Die Nähe des Vereins zu den Fans in keinem anderen Top-Club Europas auch nur annähernd so gelebt wie beim FC Bayern München war und ist Uli Hoeneß immer schon eines der größten und wichtigsten Anliegen überhaupt. Ein Beispiel von vielen, die jährlichen Fanclub-Besuche von Spielern, Trainern und Vorstand. Heute feiert Uli Hoeneß seinen 65. Geburtstag, endlich auch wieder zu Hause, bei und mit seiner Familie. In wenigen Tagen dann aber auch hier im Trainingslager in Doha, von wo aus die Mannschaft aber natürlich heute schon die besten Grüße und Wünsche an den Tegernsee schickt. Lieber Präsident, herzlichen Glückwunsch zum 65. Geburtstag. Vor allem Gesundheit und weiter auf die nächsten 65 Jahre. Happy Birthday. Liebe Uli, alles Gute zum Geburtstag. Viel Glück, bleib gesund. Wir sind zufrieden, du bist wieder mit uns. Happy Birthday, Herr Präsident. Happy Birthday. Lieber Uli Hoeneß, alles Gute zum Geburtstag und viele Grüße hier aus dem Trainingslager aus Doha. Happy Birthday, Herr Präsident. Lieber Uli, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, zum 65. glaube ich. Alles Gute, bleib gesund. Wir sehen uns bald. Happy Birthday, Herr Präsident. Lieber Präsident, alles Gute zum Geburtstag, vor allem natürlich Gesundheit. Und dann wünsche ich Ihnen einen schönen Tag. Ciao. Happy Birthday, alles Gute, Herr Präsident. Alles Gute zum Geburtstag, Uli. Hallo Herr Hoeneß, auch von meiner Seite aus alles Gute zum 65. Geburtstag und sehr viel Gesundheit. Bis bald. Hallo Uli, ich wünsche dir alles Gute zum Geburtstag. Lieber Uli, alles Gute zum Geburtstag. Ciao.